Hallo Freunde und willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, ihr seht schon, ich bin schon wieder am Rennen, denn wir wollen heute was ganz Bestimmtes tun. Und zwar wollen wir uns endlich das Ornament von Satoras schnappen. Wir haben ja von Vatras diesen Brief bekommen. Und mit diesem Brief sollte uns Satoras das Ornament zurückgeben. Und damit sollten wir dann in die Erweiterung die Nacht des Raben eindringen können. Zumindest so der theoretische Plan, und den verfolge ich schon seit gefühlten 30 Folgen. Wir werden sehen, ob es heute klappt. Jetzt auf jeden Fall muss ich noch eine ganze Weile gerade auslaufen, bis wir dann endlich da sind am Ziel. Und wie ihr wisst, immer diese Wege, ich werde diese Wege nicht abkürzen, aber ich nutze diese Wege immer, um irgendwas anderes zu erzählen. In der letzten Woche gab es jetzt relativ wenig Folgen. Ich war schon wieder krank gewesen, ich hatte es auch schon mal gesagt in der Aufnahme. Nur im Gegensatz zu dem letzten Mal, wo ich krank war, das war glaube ich im Januar, hatte ich diesmal kein Infovideo oder so gemacht. Da ich dachte, das geht ein bisschen schneller vorbei, aber letztendlich war das der Grund, warum es nicht ganz so viele Folgen gab. Nun ja, jetzt geht's auf jeden Fall weiter, jetzt haben wir wieder Wochenende. Und dann schauen wir einfach mal, wie weit ich damit komme. So, jetzt darf ich nicht so viel Mist erzählen. Denn sonst renne ich hier vorbei und dann war's das. Dann war der ganze Weg umsonst. Aber ich glaube, wir müssen da vorne rechts abbiegen. Rechts nach oben rennen. Und wenn wir diesen großen Kreis dann genommen haben, müssten wir auch schon fast da sein. Ich bin wirklich gespannt, ob das heute alles so klappt. Und ich hoffe auch, dass ich nichts mehr vergessen habe. Denn die letzte Folge ist ja, wie ihr wisst, schon eine ganze Weile her. Vielleicht spiele ich heute ein paar Minuten länger. Mal schauen. Beziehungsweise ich habe auch was in den Kommentaren gelesen. Und es soll ja nicht heißen, dass ich nie die Kommentare lese. Ich lese die immer und ich tue sie auch meistens beantworten. So, wir haben nämlich jetzt hier Lederbeutel. Wenn ich sie denn finde. Ich gehe mal ganz nach unten, da sind welche. So, das sind Lederbeutel. So, und wenn ich die nämlich jetzt anklicke, dann kriege ich hier ordentlich Kohle. 25 Gold jeweils. Wäre das doch mal in echt so, ne? Einmal kurz den Knopf drücken. Und schon wieder 25 Euro mehr in der Tasche. Das sind hier große Lederbeutel, die haben immer 50 Gold. Stellt euch das mal vor, das wird in Wirklichkeit so funktionieren. Ihr könnt mir glauben, ich wäre den ganzen Tag dabei, Knöpfe zu drücken. Von morgens bis abends. So, hier haben wir nochmal Lederbeutel. Oh, die gibt es immer sogar 100 Gold. Das ist ja der Knaller, Leute. So, und dann haben wir hier auch noch Bromos goldene Schale. Ich weiß nicht, ob wir die verscheuern können. Auf jeden Fall gibt es hier noch das ein oder andere, was wir durchaus verkaufen könnten. Das werden wir auch noch irgendwann machen. So, jetzt habe ich wieder eine ganze Menge Zeit verschwendet. Ist aber egal. Musste ja mal gemacht werden. Und während wir jetzt hier geradeaus diesen Weg entlang laufen, würde ich sagen, was ist denn da vorne? Das sind noch Mäuse. Alles klar, die nehmen wir gerade mal mit. Die sollten uns ja nicht umbringen. So, und hier. Jawohl. Es gibt nochmal einen Fleischbrummaus. Ich weiß, es sind Ratten. Ich sage jetzt einfach nur mal Mäuse. Und eigentlich wollte ich doch gerade was machen. Was wollte ich denn gerade machen? Ach so, ich wollte hier den Weg entlang laufen. Und mir dann dabei einen Schluck Kaffee gönnen. Früher in meinen ersten Let's Plays erzählte ich in jeder Folge, ich will einen Schluck Kaffee trinken. Aber jetzt mache ich es mal wieder. Ja, den habe ich nämlich eben gerade neu gemacht. Aus der Tassimo-Maschine direkt in meinen Becher. Das bringt mir immer so ein bisschen Energie am Abend. Es ist jetzt Freitagabend, 21.30 Uhr. Nur für alle, die das mal interessiert, wie früh diese Folgen aufgenommen werden, beziehungsweise wie früh diese Folgen hochgeladen werden. Denn wenn alles klappt, ist diese Folge schon in 2 Stunden online. Und am Wochenende werde ich dann wieder ein bisschen vorarbeiten. Denn ich habe auch ein bisschen Zeit am Wochenende. So, wir sind aber schon fast da. Da unten müssen wir rein. Und ich würde fast sagen, dass ich hier einfach mal einen Speicherstand setze, bevor dann irgendwas Unvorhergesehenes kommt und ich kann den ganzen Weg nochmal laufen. So, jetzt gehen wir direkt zu Satoras. Jetzt wird es gleich ein bisschen dunkel, aber ich verzichte jetzt mal kurz auf dieses Paladinlicht. Renn da jetzt einfach mal im Dunkeln lang. Ich will nur ganz schnell zu Satoras mein Ornament schnappen und dann durch das Portal reisen. Wenn es so klappt, wie ich das erhoffe. Aber das werden wir gleich sehen.
Wahrscheinlich klappt es wieder nicht, ne? Denn ich erzähle ja schon seit 20 Folgen, dass wir hier durch das Portal gehen wollen. Aber so ganz hat es bisher noch nicht geklappt. So, ich will mal kurz nach rechts schauen. Aber da ist nichts. Nicht, dass ich da schon wieder irgendwo vorbeistiefel oder so. Ich glaube, in dem Raum ist er. Das müsste er doch sein, oder? Saturas, bist du's, alter Penner? Ja, er ist es. Hey, you. Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers, ja. Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers. Wie ich sehe, trägst du unser geheimes Erkennungszeichen, den Aquamarinring. Und ich erkenne in deinen Augen, dass du die Wahrheit sagst. Ist gut. Ich werde deine Aufnahme in unsere Reihen akzeptieren. Aber bedenke, dass es auch mit einer großen Verantwortung verbunden ist. Und ich will für dich hoffen, dass du ihr auch gerecht wirst. Na sicher, sicher. Jetzt gib mir den Ring. Gib mir den Ring. Ich werde das Portal öffnen. Gut. Als neues Mitglied unserer Kinder soll dir diese Ehre zuteil werden. Doch warte ich noch auf eine Nachricht von Vatras. Bevor ich sie nicht erhalten habe, können wir noch nicht gehen. Ich habe eine Nachricht von Vatras für dich. Höchst interessant. Nun gut. Hier, nimm den Ring. Wir werden uns am Portal versammeln und auf dich warten. Wenn Nefarius recht hat, wird sich das Portal öffnen, sobald du den Ring dort einsetzt. Alles klar. So, jetzt natürlich die Frage, wo das Portal ist. Zumindest das Portal, das der meint, aber das müsste da hinten sein. Ich renne jetzt einfach nochmal durch, in der Hoffnung, dass Saturas mir folgt, aber ich glaube, ich brauche den auch gar nicht. Wir sollen ja einfach nur diesen Ring dort einsetzen, was wahrscheinlich automatisch geschieht. Und dann sind wir für lange, lange Zeit von Corinis verschwunden in einer geheimen, fremden Welt. Ich bin sehr gespannt. Und ich kann mich auch nur noch dunkel dran erinnern, das war glaube ich so eine dschungelmäßige Landschaft, ich weiß es gar nicht. Ach, guck mal, da stehen sie schon alle. Servus, Leute. So, nee, den will ich jetzt nicht ansprechen. Hey. Hat der noch was? Schon was Neues herausgefunden? Nee, das können wir jetzt mal lassen. Ich glaube, ich sollte jetzt wirklich das Ornament einsetzen. Saturas sagte zwar die ganze Zeit Ring, aber eigentlich ist es ein Ornament. Die Frage ist natürlich, wo müssen wir den einsetzen? War hier irgendwo was Extranes? Hier, ne? Oh yes. Willkommen bei Stargate. Stargate übrigens einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Aber gut, das nur mal am Rande. Ich glaube, wir müssen jetzt hier einfach durchrennen. Was ist mit Saturas? Der wollte doch dabei sein. Aber wie ich sehe, ist er mal wieder zu langsam. Okay, und ich gehe da jetzt einfach mal rein. Und er lädt. Oha, wir sind auf der anderen Seite des Portals. Und ich würde sagen, bevor wir da jetzt weitergehen, werde ich direkt nochmal abspeichern. Besser ist das. 195. Und damit haben wir etwa die Hälfte des Spiels erreicht. Ja, es sind noch einige Folgen bis zum Schluss. Ich glaube, das ist jetzt etwa die Hälfte. Sieht ziemlich geil aus. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen, es ist nicht zu dunkel. Ich sehe es ganz gut momentan. Ich glaube aber, dass es gleich hier losgeht. Da kommt bestimmt so ein Tempelwächter oder wie die heißen. Da ist Kohle, Gold, hier liegt so ein bisschen Zeug rum. Was haben wir da hinten? Das ist doch so ein Tempelwächter, zumindest eine Statue davon. Können wir das irgendwie lesen? Okay, bringt nichts. Hier hinten ist nochmal das gleiche. Da liegt auch noch ein bisschen Kohle rum. Also mit Kohle meine ich echte Kohle. Und nicht die Kohle, die ihr bei euch im Portemonnaie liegen habt. Was haben wir hier noch was? Nö.
Aber da ist es jetzt mir auch wirklich zu dunkel, da sehe ich ja kaum noch was. Ich versuche aber diese Tafel nochmal zu lesen. Okay, da ist scheinbar auch nichts. Und wenn da oben eine Einblendung gewesen sein sollte, die kann ich nicht lesen, weil seit ich Windows 8 installiert habe, hier das Bild leicht verschoben ist. Das heißt, er nimmt zwar alles korrekt auf, aber ich kann nicht alles korrekt sehen. Und zwar das, was sich ganz oben im Bild befindet, kann ich nicht sehen. Gut. Da vorne ist doch was. Da sind ganz viele Statuen. Ich ziehe einfach mal mein Schwert. Steinwächter. Ich hätte jetzt schwören können, dass der angerannt kommt. Ach du Scheiße. Okay, der hatte eine kleine Extra-Einladung gebraucht, der Gute. Aber nichtsdestotrotz haben wir ihn besiegt. Nichts zu holen. Die haben noch nicht mal was dabei, die armen Säcke. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen, ja, schön. Hier sind noch mehr Steinwächter, allerdings wirklich Statuen. Immer schön zu erkennen daran, dass sie ein kleines Buch halten in der Hand. Ein Sockel. Womit denn? Womit denn? Wahrscheinlich mit irgendwas, was wir hier noch finden müssen. So, haben wir da noch was? Sieht auch sehr mysteriös aus hier. Sieht zumindest so aus, als würde ich da irgendwo dran vorbeilaufen. An einer Stelle, die wir normalerweise bräuchten. Da vorne liegt was. Ein Trank. Wie kommt denn da ein Trank hin? Aber okay, was mache ich mir Gedanken? Ich gehe jetzt einfach mal den Weg weiter hier. Oha, der Ausgang. Adanos sei Dank, da bist du ja endlich. Wir dachten schon, du tauchst gar nicht mehr auf. Was? Wieso seid ihr schon hier? Du bist durch das Portal gegangen und wir folgten dir. Es dauerte nicht lang, da sind wir hier angekommen. Doch du warst nicht da. Wir sind schon einige Tage hier. Einige Tage? Wie kann das sein? Nachdem wir dich hier nirgendwo finden konnten, hat Nefarius versucht zu ergründen, was schiefgelaufen sein könnte. Er wirkte bisher ziemlich ratlos. Naja, du bist ja jetzt hier und kannst mit deiner Arbeit beginnen. Was für eine Arbeit? Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wir haben eine Menge neuer Erkenntnisse gesammelt. Die Erdbeben scheinen hier tatsächlich stärker zu werden. Wir sind nicht mehr weit von ihrem Zentrum entfernt. Die Erbauer dieser alten Bauwerke hatten damals hier eine Stadt errichtet. So viel können wir schon mal sagen. Doch aus irgendeinem Grund ist ihre Kultur untergegangen. Bisher können wir allerdings nur Vermutungen anstellen, warum. Was ist mit Raven? In Ravens Brief war von einem Tempel die Rede und dass er versucht, hineinzugelangen. Wir sind einstimmig der Meinung, dass es sich dabei um einen Tempel Adanos handelt, den Raven zu entweihen versucht. Die Erdbeben sind offenkundig das Resultat von unheiligen Beschwörungen, die ständig gegen einen mächtigen Zauber prallen. Die Tore des Tempels sind magisch verschlossen und genau dieser Zauber ist es, der die Steinwächter auferstehen lässt. Der Tempel wehrt sich. Wir müssen Raven aufhalten, bevor er ins Allerheiligste eindringen kann. Aha. Was will Raven im Tempel? Wir wissen nur, dass es sich um ein mächtiges Artefakt handelt, das irgendwie mit Adanos und Belia in Verbindung steht. Wir können wohl davon ausgehen, dass er damit nichts Gutes im Schilde führt. Raven ist nur ein ehemaliger Erzbaron, kein Magier. Wie soll er so eine Beschwörung durchführen? Vielleicht ist er es nicht selbst, sondern ein abtrünniger Magier, der in seinem Auftrag handelt. So oder so, wir müssen das Übel abwenden. Wie geht's jetzt weiter? Wir werden hierbleiben und weiter die alte Kultur studieren. Die alten Schriften der Erbauer bergen noch eine Menge Geheimnisse, die wir lüften müssen, wenn wir verstehen wollen, was damals hier geschehen ist. Du musst in der Zwischenzeit einiges für uns erledigen. Was soll ich tun? Du musst Raven finden und ihn daran hindern, den Tempel Adanos zu entweihen. Du meinst, ich soll ihn töten? Wenn das der einzige Weg ist, ihn aufzuhalten,
In Adanos Namen, ja. Sammle auf deinem Weg auch alle alten Reliquien und Niederschriften der Erbauer, die du finden kannst, und bringe sie zu uns. Wir müssen noch mehr wissen über dieses Volk und seinen Untergang. Nur wenn wir Ravens Pläne durchschauen, können wir sie auch durchkreuzen. Des Weiteren musst du einen Weg finden, die Sklaven zu befreien. Ist das alles? Das mache ich doch mit Links. Ich weiß, dass es viel verlangt ist. Sieh es als eine Chance, mein Vertrauen zurückzugewinnen. Ich dachte, das hätte ich schon, als ich dir den Beweis der Wassermagie erbracht habe, aber okay. Habt ihr schon eine Spur der vermissten Leute ausgemacht? Ich dachte, die Quest hätten wir schon erledigt. Habt ihr schon eine Spur der vermissten Leute ausgemacht? Erst gestern haben wir die Leiche eines Fischers gefunden. Sie liegt unten, in einer der Ruinen im Osten. Sieht ganz so aus, als ob es ein Fischer aus Korinis gewesen ist. Das solltest du dir ansehen. Ich werde mich dann mal auf den Weg machen. Eine Sache noch. Raven hat eine Menge Banditen um sich geschart. In deiner Abwesenheit haben wir ein anderes Mitglied vom Ring des Wassers hierher geholt. Wir haben ihn in den Sumpf geschickt. Er kam nicht zurück. Wir vermuten, die Banditen greifen alles an, was nicht aussieht wie sie selbst. Besorg dir also eine Rüstung der Banditen. Nur so wirst du dich ihnen nähern können, ohne dass sie dich gleich angreifen. Ich will aber alle töten. Entschuldigung. So, ich muss mal hier, da ist noch Gronos, den werde ich auch gleich anhauen. Hier sind noch ein paar andere Wassermagier. Ich will jetzt erstmal einen kleinen Blick erhaschen. Wie, Mistvieh, was ist denn da los? Ich hab's immer noch drauf. Was war denn das für einer? Sieht aber komisch aus hier, ne? Eine Fangheuschrecke. Ja, gib mal her, ne? So, ich muss mit den Wassermagiern hier auch noch allen reden, das ist ganz klar. Aber ich wollte gerade sagen, ich will mir das hier nochmal schnell betrachten. Das ist ja so spannend hier. Ich habe es ja, wie gesagt, schon mal gespielt gehabt. Wobei ich Gothic 2... Ups, da ist eine Blutpflege. Wobei ich Gothic 2 nur ein einziges Mal komplett durchgespielt habe. Und das war, bevor die Erweiterung auf den Markt kam. Dann kam später irgendwann die Erweiterung auf den Markt. Ich habe es wieder angefangen zu spielen, mussten wir ja. Die Erweiterung hat sich ja, ihr seht es ja, in das Spiel mitten rein integriert. Und dann habe ich die Erweiterung komplett durchgespielt, aber ich habe es dann nie weitergespielt. Aber so, ich habe es wirklich nur ein einziges Mal komplett durchgespielt. Obwohl ich alles schon kenne, also die Erweiterung und natürlich dann das normale Spiel. So, und da vorne geht es mächtig ab, scheinbar. Komm, ich denke mal, den werden wir erledigen hier. Das werden wir wahrscheinlich packen. Und Waran, ja, kriegen wir doch. Ne? Der hat mich jetzt zwar ein paar Mal getroffen, aber es sollte ja okay sein. Gut, ich will jetzt auch nicht ganz so weit hier reinrennen. Ich sehe schon, da ist so dschungelmäßig. Ich glaube, es gab auch noch eine andere Richtung. Ich gehe jetzt nochmal zurück, wo die Wassermagier sind. Und ich glaube wirklich, da war noch eine andere Richtung, wo man reingehen konnte, hingehen konnte vielmehr. Werde ich mir jetzt auch nochmal betrachten. Bevor ich mir dann diese ganzen Wassermagier zur Brust nehme. Mit denen sollte ich, denke ich mal, schon noch reden, bevor wir hier wirklich was erkunden wollen. Denn die haben bestimmt noch die ein oder andere nützliche Information für mich. Wie es aussieht, geht es da vorne auch noch weiter. Da ist so eine Art Tempel oder was. Müssten wir vielleicht auch nochmal hochgehen. Ja, und hier geht es auch weiter, genau. Haben wir hier eine Karte? Naja, die alte natürlich. Wäre natürlich geil, wenn wir jetzt eine Karte hätten, aber wo soll sie denn eigentlich herkommen, ne? Kryo, denk doch mal ein bisschen logisch. So, jetzt gehen wir da nochmal in diesen alten, ruinierten Tempel hoch. Vielleicht haben wir da eine schöne Aussicht. So. Okay, wir stehen vor einem großen Berg. Sieht auch so aus, als würde man da runtergehen können. Hier kommst du die. Hier geht's zu dieser dschungelmäßigen Landschaft und da vorne die andere Richtung ist so mehr das Wüstengebiet. Keine Ahnung, vermute ich jetzt einfach mal so. Zumindest habe ich es so in Erinnerung. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. So, komm, wir stellen uns mal ganz da an den Rand.
Auf jeden Fall eine ganze Menge zum Erkunden. So viel steht fest. Tja, wir sind endlich in der Weiterung angekommen, die Nacht des Raben. Und ich kann mich noch dunkel erinnern, vor einigen Monaten schrieb mir jemand in den Kommentaren, ey Kryo, du spielst nicht die Nacht des Raben. Ha, ich glaube, spätestens jetzt sollten alle Zweifel beseitigt sein. Okay, und ich spreche hier nochmal die Kollegen an. Hast du das hier erwartet? Auf keinen Fall. Ich bin überwältigt, wie groß die Stadt gewesen sein muss. Die meisten Gebäude sind unter Stein und Erde verschüttet, aber die Ruinen, die die Zeit überdauert haben, sind über das ganze Land hier verteilt. Es müssen Tausende gewesen sein, die hier gelebt haben. Was werde ich da draußen finden? Im Osten gibt es eine große Festung in einem riesigen Sumpf. Soweit wir das von hier aus beurteilen können, haben sich die Banditen dort verschanzt. Wenn ich du wäre, würde ich nicht darunter gehen. Sie haben viele Vorposten und Wachen aufgestellt. Du meidest besser den Sumpf, bis du mehr Erfahrung hast oder einen Weg findest, die Banditen zu umgehen. Im Westen haben wir einige Piraten entdeckt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie haben uns entdeckt. Scheint sie aber nicht sonderlich zu stören, dass wir hier sind. Erzähl mir mehr über diese Gegend. Was willst du wissen? Was will ich denn wissen? Das wäre doch mal ganz interessant. Gibt es eine Karte dieser Gegend? Kronos hat eine angefertigt. Er überlässt sie dir bestimmt. Sehr schön, der will bestimmt Kohle haben, der alte. Das alte Spitzohr. So, das langt, der kann man noch Fähigkeiten beibringen. Wie läuft's? Hör mal, seltsam, findest du nicht? Diese Teleportersteine scheinen nicht zu funktionieren und trotzdem hört man sie surren. Obwohl sie nicht aktiv sind, ruht trotzdem eine gewisse Energie in ihnen. Und trotzdem hört man sie surren. Was treibt diese Teleportersteine an? Die Erbauer waren ein sehr weit fortgeschrittenes Volk. Sie haben sich Eigenschaften der Magie zunutze gemacht, wie wir es noch nie gesehen haben. Ein Netz von Teleportersteinen wurde aufgebaut, das die Erbauer schnell von einem Ort der Stadt in den anderen bringen konnte. Die Steine hier bilden offenbar eine Art Zentrum. Was glaubst du, müsste man tun, um sie zu aktivieren? Ich habe da so eine Ahnung. Ich brauche nur noch einen Beweis für meine Vermutung. Ich hatte schon vor Tagen so ein Gefühl, als hätte ich die Bauweise dieser Objekte schon früher einmal gesehen. Ich schätze, wir müssten ihnen eine verdammt große Menge an magischer Energie zuführen, damit sie wieder ihren Dienst verrichten. Was könnte genügend magische Energie dafür aufbringen? Da fällt mir nur eins ein. Ein magischer Fokus. Ich meine einen der 5 Fokussteine, mit deren Hilfe damals die magische Barriere im Minental erschaffen wurde. Soviel ich weiß, hast du sie für uns vor einiger Zeit wieder beschaffen müssen. Ja, ich kann mich erinnern. Wo sind die Fokussteine heute? Sie sind mir anvertraut worden. Ich soll sie verwahren, bis wir wieder Verwendung für sie finden. So wie es aussieht, ist es jetzt soweit. Du sagtest, du brauchst einen Beweis für deine Vermutung. Man müsste einen magischen Fokus an diese Teleportersteine anschließen. Aber ich wüsste nicht wo. Du hast also diese Fokussteine und weißt aber nicht, wo du die anschließen sollst. Suchst praktisch die Steckdose dafür. Okay, vielleicht kann ich dir helfen. Ich habe genug gehört. Auf Wiedersehen. So, das da hinten ist hoffentlich der gute Kronos. Nefarius, der alte Bettnässer. Wo ist denn der Kronos? Der hat eine Karte für mich. Ist er das vielleicht? Oder ist das wieder der erste? Das ist wieder der andere Kollege, ne? Kronos. Hey, schön dich zu sehen. Wir befürchteten schon das Schlimmste. Ja, ist ja gut. Alles halb so wild. Wie sieht's denn aus? Es ist eine sehr gefährliche Gegend hier. Einige von den Tieren hier in der Gegend hat niemand von uns jemals zuvor zu Gesicht bekommen. Ganz in der Nähe gibt es einen großen Sumpf, der sich einige hundert Jahre unbemerkt entfalten konnte.
Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht von den Biestern aus diesem Sumpf angegriffen werden. Ich rate dir, vorsichtig zu sein, wenn du hier herumspazierst. Ich werde es berücksichtigen. Lass uns handeln. So, jetzt schauen wir nochmal, was er da hat. Er hat zum Beispiel Heiltränke, das ist schon mal ganz gut. Aber vielleicht hat er ja auch eine Karte. Das vergessene Tal der Erbauer für 250 Goldstücke. Ich wusste es, dass es ein Verbrecher ist, aber dass es so ein Verbrecher ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt mit 100 Goldstücke oder so gerechnet. Du alter Drecksack. Ich kauf sie. Danke. Du Penner. Nein, natürlich. Nur Spaß. Ihr wisst ja, wie ich bin. So, funktioniert das jetzt? Aha. Dann werfen wir nochmal einen Blick auf die Karte. Wir sind da also ziemlich in der Mitte. Auf der rechten Seite sieht es aus wie Dschungel. Auf der linken Seite nicht. Eher Wüstengegend, so wie ich das beschrieben hatte. So hatte ich das auch in Erinnerung. Gut, wir sollen jetzt... Der hat doch gesagt, wir sollen nach Osten gehen, oder? Dann bin ich ja hier auf dem Holzweg. Warte mal, ich habe gesagt, da ist die Wüstengegend. Schau ich nochmal auf die Karte. Ja, stimmt auch. Der Pfeil zeigt auch dahin. Sieht so ein bisschen labyrinthmäßig aus, ne? Ich denke, das wird unser erstes Ziel sein. Und wie wir sehen, können wir auch von dieser Wüstengegend hoch in den Norden gehen. Und dann gibt es auch einen Weg, der von hinten in den Dschungel führt. Okay, ich glaube, es gibt hier noch einiges zu tun. Und in der nächsten Folge fangen wir damit an. Also, macht's gut. Bis dann.